Hey, hey, weiter mit Crown Wars. Ich würde heute gerne zwei Missionen mit euch machen. Wahrscheinlich die Rettungsmission hier drüben für das Eisen. Ich denke, wir machen den Erben befreien. Das ist unsere Hausmission, wofür wir unsere Repetierarmbrust kriegen müssten, wenn ich mich nicht sehr täusche. Repetierarmbrüste sind jetzt nichts Wildes Ausgedachtes von den Dunkelelfen aus Warhammer Fantasy oder so. Die gab es wirklich. Man geht davon aus, dass wahrscheinlich die Chinesen die benutzt haben, so um Christus drumherum. Aber das Problem ist halt, dass dadurch, dass man eine Armbrust hat, die schnell schießen kann, die dann relativ schwach nachgespannt wird. Das ist in dem Spiel hier auch so. Ich glaube, die schießt bis zu 3 Bolzen. Das sind aber leichte Bolzen, die wenig Schaden machen. Und die sind, soweit ich weiß, vergiftet. Was für die Repetierarmbrust auch Sinn macht, weil man davon ausgeht, dass wenn Repetierarmbrüste benutzt worden sind, die mit leichten Pfeilen benutzt worden sind, die dann aber entweder vergiftet waren oder irgendwelche anderen Spezialwirkungen haben sollten. Da ging es dann mehr darum, dass einfach Masse abgefeuert wird. Na gut, ich zeige euch nochmal kurz die Söldner. Ich habe ein paar Sachen geändert mit den ganzen neuen Anbauteilen, die wir hatten. Bei den Alchemisten ist leider nichts passiert. Wir haben nichts für die Alchemisten gekriegt. Bei den Beastmastern auch nicht. Da habe ich nur ein bisschen hier die Oberkörper und so geändert und die Schulterplatten dran gemacht. Wir werden beim Grimm Hinrichtung skillen, weil ich mal nicht weiß, ob Beobachtung überhaupt für irgendwas sinnvoll ist. So, ich sag, bei denen ist nichts passiert. Seal, du bekommst, ich denke, trotzdem bestialische Einheit. Erhältst du Zähigkeit? Naja, wenn die Bestie keine Zähigkeit bekommt, ist das aber ziemlich egal. 5 Zellen ist aber weit weg vom Bär für Hinrichtung. Anfang von der Runde, da muss ich wirklich drauf achten, wenn dann... Naja, Zähigkeit bringt uns halt gar nichts. Außer, der würde wirklich eine Nahkampfaxt benutzen, was er aber nicht tut, was auch gar keinen Sinn macht. Na, dann machen wir Auskundschaftung. Präzision, wenn der Bär weit genug weg ist. So, die Ritter sind alle dick eingewickelt worden. Neue Schultern, neue Knie zum Großteil. Ferun hat den Eimer auf. Wer sich darüber beschweren will, über meinen coolen Kesselhelm, der ist ein Lügner, wenn er behauptet, der Helm wäre nicht cool. Sir Hamilton hat das ganze Bretonen-Equipment angezogen und sieht jetzt aus wie eine Vernichtungsmaschine. Bei Justine ist, glaube ich, nicht viel passiert. Da habe ich nur ein paar Kleinigkeiten geändert. Warwick ist jetzt ein richtig buffer Dude. Der sieht aus wie ein richtig schöner Man-at-Arms mit dem Ding hier. Komplettes Outfit. Und Müller hat auch den goldenen Helm angezogen. Auch sehr netter Style, den der jetzt da am Laufen hat. Hier bei unseren Duellanten ist auch nicht viel passiert. Wir haben hier ein paar neue Knie. Wir haben ein paar Handschuhe. Wir haben hier einen kompletten gepanzerten Gladiator-Arm. Und Sigurd ist jetzt mehr oder weniger komplett durchgepanzert, weil er ja ein bisschen unseren Off-Tank macht. Hier haben wir Schwarzpulver-Peter, unseren ersten Schützen. Der wird heute zum Einsatz kommen. Wir werden hier drüben, also wir brauchen definitiv 2 Schützen, weil ich mich interessiere für den Scharfschützen. Wir werden aber zuerst mal einen Schrotflintenschützen herstellen. Und ich denke, der wird Kauterisation kriegen. Damit kann der sich mit seiner eigenen Waffe selbst heilen, indem der sich damit die Wunden ausbrennt. Was bei einem Shotgunner sicher Sinn macht. Der Spaß an der Schrotflinte bzw. an dem Feuerrohr hier ist generell... Die Waffe wird beim Schießen immer heißer und dann können die Fähigkeiten andere Effekte auslösen. Hier Wunden zubrennen wird zum Beispiel immer besser, je heißer die Waffe ist, was irgendwie Sinn macht. Unseren Bogenschützen ist auch nicht viel passiert, die haben alle ein Cape gekriegt und hier so eine coole Spange für den Umhang. Und ich denke, Ortwin schmeißen wir tatsächlich leider raus. Das ist Ortwin und hier drüben Justine, das sind einfach Charaktere, die bis jetzt noch nicht ernsthaft zum Einsatz gekommen sind. Vor allen Dingen Ortwin. Ortwin ist, ich denke nicht, dass wir jemals einen Bogenschützen mit einer Wurfaxt sehen werden. Und vor allen Dingen jetzt, wo wir noch die Gewehrschützen mit dabei haben, sehe ich nicht mehr als 2 Bogenschützen in unserem Team. Vor allen Dingen als 2. Ich weiß, die kosten uns nichts, aber der verbraucht hier trotzdem einen Slot. Wie viele Slots haben wir denn noch? Wir sind voll? Nein, oder? Wir haben noch einen Slot frei. Ich hätte auf jeden Fall gerne noch einen zweiten Gewehrschützen. Na gut, wir gucken mal. Nachdem wir dann ja heute einen Haufen Zeug kriegen, hoffe ich mal, dass wir die Domäne bald auf Stufe 3 hochpushen können. Das würde ich jetzt gerne machen, bevor wir noch mehr Waffen-Upgrades machen. Wobei wir natürlich den Gewehrschützen noch stark verbessern müssen. Aber hey, Rettung. Rettung ist doch recht günstig, vor allen Dingen gegen die kastillischen Leute. Die machen ja nichts. Das sind die kleinen, schnellen Einheiten. Wir sind auch falsch hier, das ist Navarisch. Navaresisch, so rum.
Debuffs, die haben die ganzen Giftmörder und so. Na gut, aber Rettung und leicht. Wir gehen rein, töten eine Gruppe Gegner und gehen wieder raus. Wen haben wir denn dafür? Ich würde keine so starke Gruppe losschicken, weil wir haben ja noch da unten unsere Story-Quest. Heißt, wir schicken Cat Weasel. Wir schicken... gute Frage. Schicken Koilia. Maulric hätte ich gerne dabei, wenn wir gleich loslegen. Ferun ist unterwegs, ja. Na gut, dann schicken wir den Connoisseur. Den Schwarzpulver-Peter nehmen wir gleich so mit. Ortwin nicht. Ortwin würde ich gerne mitschicken. Wobei, ja doch. Doch, bis jetzt bin ich noch zufrieden. 2 Slots noch zu befüllen, ja. Wenn wir Maulric gleich mitnehmen, muss Müller hierhin mit. Und einen von den beiden Tanks schicken wir Abelard noch mit. Das sollte doch eine ganz gute Gruppe sein, um einfach nur einen Gefangenen zu befreien. So, ihr müsstet mehr oder weniger beladen sein, nicht? Ja, ist alles in Ordnung hier. Wir müssen hier echt mal, sobald wir ein bisschen Zeug haben, müssen wir mal ein bisschen Shopping betreiben. 2 Handschellen mit dabei, na dann. Gut, na, das hier würde ich trotzdem gerne auffüllen. Das würde ich trotzdem gerne auffüllen. Was kostet uns denn Balsam? Nix. Einfach nur, was kostet uns der große Balsam? Leder. Leder haben wir definitiv gerade. Was mit dem Gold anstellen, weiß ich ja noch nicht so richtig. Na dann, macht, dass ihr hier rauskommt. Dann stellen wir eine Gruppe für die Story-Quest zusammen, den Erben befreien. Wir haben eine Spur. Die Suche hat lang gedauert. Das Yu von Morverac in einer ehemaligen Komturei der Templer gefangen gehalten wird. Okay. Das gibt eine Menge Zeug und einen Handwerksmeister. Schön. Bauen wir eine starke Gruppe zusammen. Dagor, Seal, Hamilton, Maulric. Dann kommt... oh, wir sind schon fertig. Ich hätte eigentlich gerne den Nachtpirsche noch mit dabei gehabt oder Leatius. Gut, dann haben wir auch Schwarzpulver-Peter mit dabei. Hamilton, dann weiß ich gerade nicht. Ja, doch. Ist eine starke Truppe. Aber wir haben noch so viele gute Leute übrig. Leatius ist noch da, der Nachtpirsche ist noch da, Hallstein, Richter. Aber hey. Mal gucken, was so ein Gewehrschütze drauf hat, was? Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal einen Shotgunner mit dabei. Wir werden definitiv einen zweiten kriegen, der dann als Scharfschütze spielt. Dann wissen wir, welcher besser ist. Der sieht so breit aus mittlerweile, gell? Oh ja, dann würde ich sagen, schicken wir die Jungs hier mal los. Oder wir schicken Hallstein mit. Seid ihr alle ausgerüstet? Das hier vorne ist ein Scherz. Wir haben keine Fesseln mit dabei. Ist auch ein ziemlicher Scherz, oder? Na gut, ich hätte gerne 2-mal davon. Außerdem nicht über all mein... Uff. All mein Uff kostet mich das. Räum mal den Krempel raus, du kannst dich ja sowieso selbst heilen. So, dann kommt hier vorne ein großer Balsam rein. Und der kleine noch mit dazu. Deal, du kannst tatsächlich Bandagen und Gegengift mitnehmen von mir aus. Feuer ist ja relativ uninteressant und du hast noch gar keinen Platz in deiner Rüstung, ja? Ich finde das lustig, dass die ja schwer gepanzert sind, in Anführungszeichen, falls der ein Gewehr explodiert, nicht für irgendwas anderes. Das ist auch eine starke Gruppe. Schicken wir los. Weg mit euch. Seal und Seebär. Dann gucken wir mal. Geht direkt los. Rettung, Schlacht beginnen. So, Schwierigkeit leicht. Ein kleines abgelegenes Fort. Okay, das heißt, wird eh relativ einfach. Da ist unser Ziel. Ich habe übrigens immer noch den Bug, dass manche von meinen Leuten alle Klamotten auf 0 einstehen haben und das ein bisschen schwierig ist, die hübscher zu machen. Also kann wirklich sein, dass manche Charaktere eine Weile lang erstmal nicht mehr anders aussehen. Wobei mir das tatsächlich den meisten Spaß macht an dem Spiel, hier die Leute zu verändern. Ich finde es so schade, dass die Alchemisten so lange nichts mehr gekriegt haben. Wir müssen wirklich die Rüstung verbessern, damit die neues Zeug kriegen. Weil dann ist das alles halt so Einheitsbrei, weil das nicht von den Fraktionen ist. Was haben die da drin? Wir gehen mal nicht ganz so weit vor, falls einer von denen in Richtung Tor kommt. Yes. So, und unseren guten Connoisseur, von dem ich immer nicht so richtig weiß,
wie wir den im Endeffekt ausrüsten, wenn es dann soweit ist. Wie kommen wir denn hier rein? Einfach nur durchs Haupttor. Geht nicht anders. Yes. Ja, dann. On the move. Wenn es so ist, ist es halt so, was? Nur durchs Haupttor ist so ein Scherz. Was haben wir denn hier? Die sind alle ziemlich weich. Wir haben hier vorne einen Doppel. Eine Kämpferin, okay. Das heißt, das ist eine Axt. Wir haben hier einen Hammer, wir haben hier ein paar Messer, wir haben eine Armbrust. Yes. Na dann, schützen alle nach vorne. Hoffen mal, dass die Gegner sich gleich bewegen, ha? So in unsere Richtung, meine ich. Dann stürmen wir da rein und machen alle platt. Abelard. At your service. Abelard. Immer noch sehr cool, dass er hier ist. So. Dann einmal Fernkampf anschmeißen. Sonst werfen wir da gleich irgendwie Gift oder so rein. Dann passt das schon. Ne, wir können einen ganzen Haufen Waffen und so noch verbessern. Die Armbrüste, die Schwerter, das sollte dann alles bald drin sein. Ja, das war wohl nix. Dann werfen wir die Seuche auf die Leute da. Und es geht los. Cool sehen die aus. Die Seuche soll euch holen. So, wir haben noch blau. Das heißt, wir können bis hier rüber gehen. Dann schnappen wir uns zuerst die Frau mit den Doppelpunkten. Wir können Müller hier reinschicken, der kann die Jungs da doch wahrscheinlich ziemlich rannehmen. Schade, dass wir hier... Kann der chargen bis dahin? Dann hätten wir den blauen noch. Nee. Der kann wahrscheinlich gleich eh besser gehen, sobald wir ein bisschen Platz gemacht haben, denke ich. Wir schicken die hier rüber, damit die mit ihrem Hund zusammenkämpfen kann. So, blendendes Picken, Hinrichtung. Und, du fängst an. Und dann können wir direkt eine dicke Hinrichtung da drauf schießen. Ja. Und du machst fertig. Yes. Dann 70%, das muss uns reichen. Gut. Yes. Armbrust einmal quer. Ausgewichen. Yes. Ekelhaft. So, wir haben hier noch einen Hammer und ein Messer. Dann laufen wir mal gerade auf das Messer zu. Verteidiger, oh Gott. At your service. Der Rest von euch schaut dann mal, dass wir den Faustkämpfer da unter Kontrolle kriegen. Uda. Unser Connoisseur, kannst du irgendwie nach da hinten laufen und gegen den da kämpfen? Kann er. Dann haben wir, glaube ich, wirklich alle Gegner unter Kontrolle. Es ist Zeit für ein Duell. Bonk. Yes. Auch hier ist es Zeit für ein Duell. Kampfstil Verteidiger, Unterdrückung. So, verzweifelt, verspottet, Schwächung. Na dann, verpassen wir noch schweren Ansturm. Ist er noch verletzbar? Au. At your service. Gut. Da schießen wir hier noch ein paar Leute. At your command. At your command. Den da lassen wir noch stehen. Der Rest kommt schon mal hier zusammen. Yes. In der großen Hoffnung, dass wir hier hinten irgendwo rauskommen gleich. Oder sowas. Ready when you are. Machst auch nichts mehr. Einmal Inbrunst bitte, damit sich die Sache hat. My blade is yours.
Esel kommt mit. Und der Hund bleibt hier, der bringt die Sache dann gleich zu Ende, denke ich. Einmal tot beißen, bitte. Gute Arbeit, kleiner Hund. Und das ist dicht. Very well. At your command. Da können wir einfach so reinschlawinern. Da ist ein Punkt übrig. Wo würde denn die Verstärkung auftauchen? Ich meine, nicht, dass wir die jetzt noch bekämpfen müssten, aber doch anscheinend schon. Also der Hund geht aus dem Weg. Ich glaube, wenn alle aus dem Weg gehen, müsste Ablad auch noch reinkommen können. Aber wir wollen ja nicht, dass er stirbt. Also stirbt. Wir wollen nicht, dass er Schaden hat. Das heißt, wir können ruhig noch bis zur nächsten Runde warten. Der Typ, der macht mich sehr nervös. Den wir da mit dem Zweihandschwert aufgegabelt haben. Der hat diese klassische nach hinten Durchbrech-Ragdoll gemacht. Kennt man ja. Oh nein, der Feind ist hier. Oder so. So, Ablad, komm mal rein. Dann wären wir damit doch schon mal fertig. Dann töten wir aber noch irgendwen. Zu langweilig sonst. At your command. Wiesel, haben wir noch irgendwas? Nee, sieht schlecht aus. Irgendeine Blutung? Nice. Pah! Was war denn da jetzt los? At your service. Sehr guter Schaden. Na gut, 1, 2, 3, 4, 5. Der Typ ist auch hier. Hundi, wir gehen nach Hause. Yes. Irgendwas Spannendes. Wir haben ein Schwert-Level-Up auf Ablad. Wir haben ein echtes Level-Up auf Ablad. Hm? Und Cat Weasel hat bald ein Level-Up auf seinem Bogen. Na, das war doch relativ geschenkt. Und irgendwas verbessern direkt. Hier die Kaserne oder so. Anscheinend. So, Ablad, was machst du denn? Ja, immer noch schwierig. Ich benutze schweren Ansturm nie. Bollwerk habe ich aber auch noch nicht benutzt. Fähigkeit nach hinten ist eine Sache. Ich meine, das hier wäre Movement, aber... Schwierige Entscheidung. Ich denke, Ablad bekommt Bollwerk. Ich weiß, Charge ist eine von seinen coolen Fähigkeiten. Sigurd, okay. Abzug. Du führst einen Angriff aus, durch den du dich schnell zurückziehen kannst. Flinkheit und Hast. Du greifst einen Gegner an mit unglaublichem Geschick. 4 bis 6 Schnittschaden, 3 Rüstung ignorieren, dann Verspottung und Schwächung bewirken. Abzug wäre nice, glaube ich. Wenn der mal in einer schlechten Situation ist, kann der einfach gehen. Aber herausragender Duellant ist natürlich wieder mal ein Taunt, den der dann ansetzen kann, zusammen mit Duell. 4 bis 6, 3 Rüstung ignorieren. Wir machen Abzug, falls er sich mal kurz verdrücken muss. So, was wird denn hier noch geupgradet? Die Kapelle, das Labor, was kostet uns denn die Kapelle? 300 Eisen nur. Na dann, 700 Holz ist teuer. Hey, ein zweiter Dude. Der Dungeon. 900, 400. Okay. Da müssen wir wohl ein bisschen sparen. Ja, Geld ist gerade knapp geworden anscheinend. Wenn uns das alles 900 kostet hier. Ja, 900, 500. Und wir brauchen also 1000er an Eisen und 1800 Gold, damit wir den Rittersaal größer machen können und wir 6 Leute in der Gruppe haben. Na dann. Was hier passiert? Attentat, auch nicht schlecht. 5 Tage. Schaffen die leider nicht zurück, aber kriegen wir vielleicht zusammen.
Attentat sind zwei Einheiten, nicht? Die Einheit, die da steht und die Einheit, die kommt. Ich denke, das machen wir noch. Also vielleicht nicht unbedingt heute, wobei wir noch Zeit haben. Aber das ist viel Gold und viel Eisen. Wir machen jetzt erstmal den Erben befreien. Die Episode heißt schließlich so. Befreie Hugh von den Geiselnehmern. Schlacht beginnen. Wir kriegen einen Handwerksmeister. Ich weiß nicht so ganz wofür, außer für den Marktplatz. Weil dann immer noch alles günstiger wird, was wir da kaufen wollen. Forward! Okay, er scheint also wohl hier zu sein. Was ist hier los? Wir haben einen ganzen Haufen Leute mit 3 Punkten. Ein Ritter, ein Tank, ein Hellebardier, Bogenschütze. Da oben sind noch rote Punkte, das heißt, da müsste auch noch jemand sein. Und da auf der Kiste sind auch rote Punkte. Na gut. Sagen, unsere Schützen gehen mal da nach links. Ja, wir rollen die Sache hier über die Kiste auf, das wird am besten sein. Unser Shotgunner geht dabei mal nach hier. Der läuft, als hätte er eine Armbrust in der Hand. Wird dann wahrscheinlich auch eine ähnliche Animation sein im Endeffekt. Die Wurfaxt profitiert auch schwer davon, dass wir Vorteil haben, nicht? Heißt, sie sollten ihn vielleicht auch nach oben irgendwo hochschicken, yes, wenn es dann soweit ist. So, du gehst nach da. Unser Man at Arms. Der sieht wirklich cool aus mittlerweile. Ich glaube nicht, dass einer von denen hier sich bewegt. Ich glaube, wir müssen gleich so anfangen dann. Was ist der Shotgun-Schuss hier? Wow, das ist ein großes Feld. Hat eh eine ganz schöne Reichweite. Na, die sind ja vielleicht langweilig, die Leute hier. Altgedienter Bogenschütze, das heißt, er macht dann auch Ärger da oben. Yes. Na dann, Dagor. Einmal eröffnen, bitte. Niemand hat sich bewegt von den Gegnern. Na dann schicken wir den Bären rein als Köder. Ja, pass auf, hinter dir steht ein Bär. My turn. Ready when you are. Ich komme von da aus mal nicht an den dran. Dann abgestimmter Angriff, bitte. Das war ja gar nichts. Das war schon besser. Yes. Wait for me. Haben wir noch ihn hier? Heißt, wir drücken einmal Beschützer zu dem da. Kampfstil Verteidiger, Orgard auf den. Yes. Hätte ich eigentlich gern da oben gehabt, aber das sieht aktuell nicht so aus, als würde das passieren. Okay, pass auf, du stellst dich nach hier. Und du beschützerst dir Face den me. Dabei. Dann stellst du dich zu dem da, damit du dem einen verpassen kannst, wenn der gleich losläuft. Shotgun, was macht er denn mit dir? Das war ziemlich laut. Wir packen dich nach da und dann kannst du da auch Sperrfeuer drüber geben. So, der Bär. Der macht sich mal darunter. Yes. Haben wir dich hier noch, mein Freund. Ich denke, du springst mal hier von der Kiste runter, bis es weitergeht. Und schauen wir mal, was wir an Schaden nehmen. Das hat sehr gut funktioniert. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, solange der nicht stirbt, ist das wirklich irrelevant. Du solltest mal hier runterkommen vielleicht, mein Kerl. Sonst, wie soll ich anders sagen, kommen wir zu dir hoch. Buah. Na dann. Yes.
Einmal mit der Hellebarde rein, bitte. Klappt schon wieder nicht besonders gut. Okay, Hellebarde, wo ist denn hier eigentlich immer dein Problem? Yes. Gut, geht doch alles. Kommt der mal raus zum Spielen. Wirft ein Heilfläschchen auf unseren Hellebardier. So, wen haben wir denn jetzt noch? Wo ist denn unser Shotgunner? Was passiert denn, wenn das da unten vorläuft und ich schieße einfach weiter? Explodiert dann das Gewehr? Passiert da einfach gar nichts? God guides my hand. Schönes Ding. Ja, kriegen wir dich da hoch? Anscheinend fast ein bisschen. At your command. Musst nur ein bisschen Schaden nehmen dabei. Wichtig ist nur, dass du da oben bist und dass die Lady da beschäftigt ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir da drinnen mitpullen gleich. Dabei kann man da sicher schöner in Position gehen. So, schicken wir den Bestienbändiger mit. Ist schließlich sein Bär, sein Problembär. Der Rest bleibt da, wo er ist. Na gut, die beiden Nahkämpfer werden wahrscheinlich durchs Zentrum gehen. Die Fernkämpfer hätte ich gerne hier links oben, denke ich. Gucken wir mal, wie wir das hier zusammenkriegen. Okay, das war wenig Schaden. Versuchen wir das nochmal. Das war schon besser. Oha! Der Nahkampf Wurfaxt-Kill. Die Wurfaxt in den Rücken geworfen. I won't disappoint you. Ein Schwert execute gegen Wurf zu sehen, nicht? At your command. Ja. Understood. Gute Frage. Machen wir einen Balsam drauf hier. That's better. Yes. Du bist immer noch vergiftet. Und einen Balsam drauf da. That's better. Er heilt das dann gleich schon aus. I won't disappoint you. Ihr geht schon mal hier unten ans Tor. Der Gunner geht mit nach oben. Schwarzpulver Peter. Der Bär geht da mal rein und guckt mal, was da drin so los ist. So, ich sehe einen Assassino, also einen ganz normalen Schwertkämpfer. Ich sehe einen Axtwerfer, einen Armbrustschützen und noch einen Armbrustschützen, was? Da ist unser Kerl. Na dann. Very well. Geht er da auch schon mal mit rein? Dann können wir da drin gleich ordentlich loslegen. Was macht denn das Gewehr? Glühend. Entfernt eine Rüstung, zerstört Deckung. Kann Verbrennung bewirken. Du erhältst Beseeltheit. Okay, das heißt, Streuschuss ist wirklich sehr variabel einsetzbar, ja? Ich weiß nicht, ob durch die Mitte gehen so eine clevere Idee ist. Da gibt es ja gar nichts zu tun für die Jungs. Und wir gehen mal da so weit rein, wie wir können. Die eine Runde werden wir wohl noch haben, bevor es hier losgeht. Ja, eine Hauptmission, das heißt, hier läuft auch kein Timer. Bisschen einfach für meinen Geschmack. Die könnten ja Hugus da unten irgendwie versuchen umzubringen oder so. Das wäre wahrscheinlich ansprechender. Aber na gut. Leute regen sich schon so genug über die Timer auf.
Das muss ja auch irgendwie spannend werden, nicht? Sonst passieren hier so Sachen, wo ich einfach in Ruhe jetzt mich hier aufstelle, wie es mir passt. In 65%. Gut, ich würde sagen, wir schicken mal den Bär rein zur Öffnung. Die denke ich, fuck, da kommt ein Bär reingerannt. Was ist los? Hi. Ready when you are. Dann holen wir die Wurfaxt darunter. Chup, 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 chup. Abgestimmter Angriff. Alter, das waren 28 Punkte Schaden in einer Runde. Das macht sonst keine Klasse. So, der geht dann schon mal in Deckung. Dann schicken wir unsere Tanks aus. Face me! Ja, schick mal durch. Warum nicht? Was soll schon passieren? Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand unsere beiden Tanks töten kann gerade, bis die Gegner nicht das nächste Mal mit skalieren. Wir haben gerade ein bisschen die Oberhand für ein paar Missionen und das sollten wir definitiv ausnutzen. Definitiv sollten wir das ausnutzen. Achtung, Schwarzpulvermann. Passt auf, dass die Flinte nicht explodiert. Guter Schaden. Das nächste Mal, wovon wir uns was kaufen können. So, wisst ihr was? Warum denn eigentlich nicht? Was kostet die Welt? Er ist tot. 55% ist mir ein bisschen zu wenig. Der kriegt gleich einfach Zähigkeit oder sowas oder macht seine Inbrunst, dann ist er doch auch wieder voll. Der heilt seinen Kumpel, nice. Wurfäxte, ja. Ready when you are. Na dann, Shotgun. Können wir hier ansetzen oder töten wir mit unseren eigenen Leute nur? Wir töten damit wohl zum Großteil nur unsere eigenen Leute. Dann point blank! Der ist einem Gewehrschuss ausgewichen. Yes. Kann man sich nicht ausdenken. So, wir stoßen den hier mal mächtig. Also bald wieder. Ich weiß echt nicht, wo da das Spiel das Problem mit hat aktuell. Yes. Die ist manchmal ein bisschen schwierig auszulösen, die Attacke. Yes. Wird wohl erstmal nichts. Wird kurz, wir kriegen einen Execute-Move, während er im Feuer sitzt. Nachdem ich davon ausgehe, dass wir gleich hier hinten auf den Hof müssen. Yes. Nehmen wir den schon mal nach da. Was machen wir mit dem Kerl da? Very well. Von hier aus anschießen. Theoretisch wohl, ja. Magst du dich eh lieber eine Runde warten? Weil ich nicht weiß, was hier gleich passiert. Ready when you are. Aber hey, wir kommen schon zurecht. Thank you. I can still hear the screams of the other prisoners. Ach, wir haben uns alle ins Feuer gestellt, ja. Alchemist of the Order? I think I saw our family crest and my mother's lost crossbow. I don't understand. Wait, while I get the weapon. Die Armbrust liegt ja direkt neben dir, mein Kerl. They're in the back courtyard. Let's go! Was haben wir heute gelernt? Wir werfen kein Feuer, wenn wir nicht wissen, ob unsere Leute da irgendwo stehen. Die machen also alle nichts da hinten, ja? Na dann. Yes. Der muss sich so oder so heilen.
lustigerweise. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir genug Heilung dabei haben, um das alles zu kleben. Wir müssen die also gar nicht töten, wir entkommen einfach nur, ja? Das klingt doch recht simpel. Dann gucken wir, wie weit wir da draußen können. Dann die Leute auf. Ja, spring einfach bei den Altar, wird schon in Ordnung sein. Wait for me. Das ist echt ein großer Radius immer. Perfect. Das war eine Menge Zähigkeit gewesen jetzt. Kannst du anderen Leuten Wunden ausbrennen? Anscheinend. Ja, dann ist das ja fast eine Support-Einheit. Aha. Ich habe jetzt gerade mit Schwarzpulverwunden ausgebrannt. Oh hey, wir haben die Armbrust auf dem. Rüstungsbrecher. 3 bis 5, Schnellschuss, verursacht Mehrfachschuss, vergiftete Spitzen. Ja, das ist tatsächlich mehr oder weniger eine historische Repetierarmbrust. Na dann. Yes. Gucken wir uns mal hier hinten auf dem Hof um. Wir haben hier Anhänger des Ordens. Großer Arkanist. Französischer Ritter, hallo. Hier hinten steht ein Folterer. Yes. War alles nichts wirklich Interessantes, ne? Der ist ein bisschen unstabil, der Kerl, da müssen wir aufpassen. Na gut, wir schauen mal, dass wir hier mehr oder weniger flüchten können, anstatt die alle zu töten. Wenn die ja nur entkommen draufsteht, dann entkommen wir halt, in Anführungszeichen, nur. Wegen die sich hier draußen? Sah jetzt spontan nicht so aus. Dann ziehen wir so weit vor, wie wir können. Ich weiß übrigens dann auch noch nicht, wer die Armbrust bekommt, ob Richter die bekommt, ob Fayette die bekommt. Ich glaube nicht, dass Jäger die benutzen können. Ich gehe davon aus, dass das eine Alchemisten-Spezialwaffe ist. Das heißt, da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass das eine Möglichkeit ist. Wenn doch, wäre das ganz cool. Weil, ne, die schießen ja eher mit ihren Waffen als die Alchemisten. With me. Richtig, unser Schütze noch. Ja, wenn die sich wirklich nicht bewegen hier draußen, dann machen wir noch eine Runde Setup. Also wir können von hier aus mit allen Leuten rausrennen. Dann war das hier auch eine recht fixe Mission. Ne, die bewegen sich nicht. So, der kann raus. Der kann raus. Der kann raus. Der kann raus. Sogar der kann raus. Ah ja, dann. Yes. Ich sagen, rennen wir hier das Mittelfeld runter. Damit keiner von meinen Jungs jetzt hier gleich irgendwie noch von irgendwem gebissen wird. Weil wir werden hier immer noch böse angeguckt von der Seite. Alle Mann so weit hoch wie möglich. Er kommt hier auch vorbei, ohne Schaden zu nehmen. Die denken sich auch so, fuck, die kommen da einfach so aus der Bude rausgerannt. Was machen die? Ja, der Schütze ist definitiv interessant. Ich sage, wir schauen, dass wir einen zweiten kriegen, damit wir noch einen Scharfschützen in Auftrag geben. Unserem Shotgunner und dann können wir da ein bisschen dran rumprobieren. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, unser Ziel, unseren Bären. Den Erben befreien. So, die sehen eigentlich alle recht stabil aus. Dagor könnte hier was kommen, ne? Ja, Schwarzpulver-Peter hat fast ein Level up, aber leider nur fast. Ein Tausender, 500, 500, ein Handwerksmeister und die Repetierarmbrust.
The future Yuke seems to be clear enough for your family, but clouds are still gathering on the horizon. According to him, an alchemist of the order who swore he would end the Movirek family is behind our problems. Wofür war die Pause, Mr. Kamera, Sir? Crest in the commandery. This information and the discovery of a weapon that belonged to your family is concerning. We need to find this alchemist and eliminate him. Maybe Hugh was not the only Movirek to end up in his grasp. Okay. Kann ich die Waffe mal sehen? Richter. So, wir haben hier aktuell 6 bis 9, 8. Die hat 2 bis 4, 6. Uff, die hat niedrige Reichweite sogar. Ah, die hat den Bewegungspunkt nicht fehlen. Bolzensalve. Okay. Ja, ich glaube, die ist gar nicht so verkehrt. Wir müssen mal gucken, dass wir die upgraden und dann an irgendwen abgeben. Oh doch, die Jäger könnten die auch benutzen. Interessant, interessant. Hier sind immer noch keine Gewehrschützen mit drin. So, dann würde ich gerne als nächstes Kaserne verbessern, bevor wir nämlich über den Monat drüber schwappen in 7 Tagen. Hätte ich dann hier gerne bessere Söldner. Was bringt der Handwerksmeister hier? Goldkosten für Ausbildung, Zeit für Ausbildung, okay. Hier hat sich jetzt, glaube ich, noch nichts getan. Ne, nächstes Mal dann. Na dann, eine Mission hatten wir dann noch, die hier aufgegangen ist, oder? Oh. Menge Missionen aufgegangen, während wir unterwegs waren. Einzigartige Waffe da oben für einen Kampf. Kampf, Attentat wollten wir machen, glaube ich, nicht. Aber es sind alle unterwegs. Da sind welche heimgekommen. Escort wird sich natürlich auch lohnen. Ha. Normalkampf. Das ist eine ganze Episode wieder. Kampf. Kampf gegen die Franzosen. Die Franzosen waren Gleichgewicht zwischen Nah- und Fernkampf und dicke Kerle, nicht? Die Attentatmission hier lohnt sich aber halt sehr. So, dies ist 3 Tage verfügbar, 4 Tage, 10 Tage. Die sind in 6 Tagen zurück. Na, dann machen wir mal 1, 2. Wen haben wir denn gerade hier für ein leichtes Attentat? Attentat also reingehen, kämpfen, kämpfen und rausgehen. Wir hätten Catweasel, wir hätten Hallstein, Müller und Abelard. Dann nehmen wir ihn noch mit. Dann haben wir 3 Fernkämpfer, 2 ordentliche Tanks. Gute Gruppe. So, einmal fesseln. Ja, für dich hier noch irgendwie eine Giftbombe oder so? Nee. Na, dann müsst ihr wohl so auskommen. Macht, dass ihr wegkommt. Gut. Dann hier unterwegs. Die da kommen jetzt zurück. 2 Tage, die da sind noch 2 Tage unterwegs. Das heißt, den Kampf da müssen wir so losschicken, ja? Wen hätten wir denn für eine normale Kampfmission gegen die Franzosen, wo wir viel Rüstung knacken müssen? Dagor. Hallo, hallo. Ich würde Keulia mitschicken. Hamilton Molrick. Und den Nachtpirscher. Ich glaube, die müssten da ganz gut draufhauen. Ja, das sieht doch alles sehr ordentlich aus. Weg mit euch. So, was wäre die nächste Mission? Jetzt kommt eine Attentatmission, nicht? Da weiß ich nicht so ganz. Ich glaube, die machen wir dann heute nicht mehr. Drücken jetzt noch einmal den Knopf, damit ich hier sehe, was passiert. So, wir haben dann für nächstes Mal Attentat auf dem Zettel und eine einzigartige Waffe von dem Kampf da oben. Das sollte ja schon für eine ganze Episode reichen. Dann. Was fehlt hier jetzt noch? Nur noch der Dungeon. Dann ist unser Rittersaal Stufe 3. Dann können wir 6er-Gruppen losschicken, ja? Damit der Dungeon verbessert werden kann, fehlt uns einmal Eisen und einmal Gold. Dann können wir das nächstes Mal auch machen. Läuft also alles ganz gut für uns. Und in einem Tag kommen neue Rekruten mit dazu. Da haben wir dann also auch den... Wir können gerade mal gucken, ob der bei 28 schon umschlägt, aber ich glaube nicht, gell?
Nee, ist immer noch derselbe Monat. Schade. Sonst hätten wir jetzt nochmal nach den Rekruten gucken können. Aber das passiert dann wohl erst nächste Episode. Okay. Dann, danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren. Nicht vergessen, Kanalmitglied werden, ins Discord kommen, ihr wisst schon. Und bis zum nächsten Mal, wenn ich noch überlege, wo der Handwerksmeister hinkommt. Ciao, ciao.